Sägen, Bohren, Fräsen und Entgraten, diese Rohrschneidemaschine kann fast alles. Dank moderner Lasertechnologie optimiert sie die Arbeitsschritte und ist mit ihrem schwenkbaren Schneidkopf äußerst flexibel. Der Lichtstrahl durchschneidet binnen Sekunden Stahlrohre bis zu einer Wanddicke von 8 Millimetern. Es ist eine Technologie, die bis heute noch nicht durchdringend bei den Konstrukteuren bekannt ist. Eine sehr große Vielfalt an Möglichkeiten innovativen Rohrkonstruktionen erlaubt, mit denen man nachfolgende Prozesse vereinfachen kann und so eine deutliche Reduzierung des Gesamtprozesses ermöglicht. Und das spart Zeit und Geld. Rund die Hälfte der Bearbeitungszeit entfällt, so der Hersteller. Die Kosten reduzierten sich um ein Drittel im Vergleich zur konventionellen Fertigung. Auf über 100.000 Quadratmetern Fläche präsentierten 2.500 Aussteller ihre Innovationen auf den beiden Fachmessen Wire and Tube. Ein Spitzenwert für die beiden im Zweijahreszyklus stattfindenden Messen. Beide Messen leben natürlich von dem Auftragseingang und das war in diesem Falle 2012 wirklich fantastisch. Man hat nicht nur hier in Europa jetzt auch wieder neue Geschäfte getrieben und geschrieben, trotz der Schwierigkeiten, aber vor allem dann in Asien, Südamerika, Südafrika. Im Vergleich zur Vorveranstaltung kamen knapp 6,5% mehr Fachbesucher nach Düsseldorf. Aufträge wurden geschrieben, vor allem für Rohrlieferungen und Maschinen zur Weiterverarbeitung von Draht- und Stahlband. Auch für das Nachmessegeschäft rechnet die Branche noch mit Umsatz.